deswegen finde ich, das ist genau die falsche Entwicklung, wenn wir jetzt schon anfangen zu sagen, ach, das ist alles nur Schwachsinn und im Endeffekt, das wird sich alles widerlegen. Also Internet ist keine Modeerscheinung. Bundesweit sind von den 7%, die beraten werden möchten, im Moment fast ein Drittel ehemalige CDU-Bürger.